Thank you.
Thank you.
Go to Murray's Hall. Ich hoffe, die haben alle eine gute Werk gehabt. Es ist gut zu sein, dass hier Menschen sind, was in einem Stadt nicht mehr sein hat. So willkommen, um uns hier taub an Gott sein Wort abzubühren. Ich freue mich besonders, wenn ich sage, dass Teenagers zu unseren Dietchen kommen. Ich hoffe, dass alle unsere jungen Menschen, die wollen auch lernen von Gott sein Wort. Ich muss daran denken, als wir uns diese Bilder anschickten, wo ein Vieh dort alle kaputt merkt, wo einer abbühren wird, oder wo einer schaufen wird. Dort erst bloß einer muss sich immer frisch denken halten, dort wie sind auf dieser Welt, ob einer steht, wo du nicht ab ewig hast. Dort erst, und das eben sehr, die Zeit, wo das Irdische, das wo von dieser Welt aus, dort erst für eine bestimmte Zeit hier. Und Gott sieht am Anfang zu Adam und Eva, er sieht, saß der soll die beschenken, und all die Arbeit wird die tun, und über am siebten Tag soll die ihn freuen. So, du sagst, saß der, wenn die nicht nehmen von deinem Werk, dann saß der, wo wir uns beschaffen mit Dingen, wo du einfach zu das Leben passieren, wo die hier zu das Leben. Wir schaffen, wir brauchen Brot am Tisch zu bringen, und wir brauchen eine Städte haben, wo wir wohnen, wo wir können schlupen, und all das in Ordnung holen, und dann auch unsere Regierung zu fördern. All das nimmt viel Zeit. Aber Gott hat das gesagt, sagst du auch schaffst, beschenkt in die Dinge, die sollen, die im Plan haben. Aber ein Tag sagt er sie, und der Tag soll herrlich sein, um an mich zu denken. Und ich glaube, das ist ein Reminder für all Gott seine Kinder. Dort, wo wichtig das ist, dass wir einmal einen Tag zu sehen sagen, da wir die Arbeit zu sehen sagen, und wir nehmen Zeit, um in Gott seine Worte zu kicken. Und ich hoffe, dass unsere jungen Menschen hier, was kommen, dass die auch mitreden von, was wir hier probieren mitzuteilen. Wir wollen von hier aus morgens wieder gehen mit dem Thema, was bedeutet für uns von der und auch Jesus sein Jünger sein. So, wir kicken vier Sonntag nach, wo Jesus sich 12 Stück rüberrufen deut von den ganzen Herd Menschen, die am Hänger rumgingen. Und er sagt, Jünger will ich reitmerken für eine Arbeit. Und hat wir in 12 wurde besonders rüberwählt worden, in ihrer Nummer sind in der Bibel durchgeschrieben. Er wurde dann auch für 3 Jahre mit Jesus mitging und von ihm lehren. So, was bedeutet das für uns von der und da? Und du sagst, die beste Dinge, wo ich von dir aus morgens, weil ich du nennst, dass Jesus erst mit keinem Mensch zu vergleichen, was jemals auf der Welt gelebt hat. Und wo er kann mal gehen. Und das eine Ding, was Johannes klarit teken deut, aus Johannes wie deut, was die Menschen deuten deut, und er sagt, ich sehe den Stern, den war ich reut merken für den Herrn, der wird nur mir wird kommen. Und Johannes deut all predigen, er sagt, dort Buße, dreht um, wills dort Himmelreck as hier. Dort Himmelsreck. So, Jesus sein Jünger sein, meint, wir stoppen uit ein Reck rüt von dieser Welt und wir kommen in den anderen Reck nennen, was vom Himmel ist. Sie dort ist eigentlich, was Johannes ernt abraubt. Er sagt, stoppt uit das Reck, wo ihr Bern leben dann, von dieser Welt, dort, was ihr bekannt ist, kehrt um und kommt in das Himmelreck nennen. So, was meint dort, das Himmelreck in das Himmelreck Bern sein? Was bedeutet das für uns? Und ich will anfangen, mit was in der Bibel steht, zu bekicken, was wir Jesus in der Botschaft. Was wir, was er den Menschen sieht, das ist, was er nun ist. Und er laut Menschen an, kommt in das Nern, was Gott nun tut. Ich dachte, ich will eine kleine Geschichte vertellen, was in 1535, dort wird das Jahr, aus in Europa die Bewegung anfangen, wo viele, viele Menschen in der katholischen Kirche rüberstoppen werden und die Kinder da abgeben. Was in der katholischen Kirche, die hat so gelehrt,
dort das Himmelreich, dort wie die katholische Kirche. Wer immer der will säulich sein oder wer der will gerad sein, der muss in der katholischen Kirche neidreib sein. Und dort passiert all, aus der Kinder clean wird. Sie dort wird dann, da haben sie ganz sicher, das ist, und jemand wird in der Rechtbahn ist. Und dann in 1534, und ja Martin Luther, das passiert aktuell euer, wo das war, ich hier vertellen will, von 34, also von Männer Simon. Männer Simon, wie einer, wo du in Klingstötze Luther in dieser Bewegung anscheinend. So, woher wir ein katholischer Priester, kriegst es Martin Luther, hier war es wir. In 1534, dann passierte was sehr interessantes, ich war ganz jura. Du stünden zwei Prediger ab, und dort funk in Holland an, und das spreit sich ut in Deutschland, in verschiedenen Unterstädten. Und die fangen an zu lernen, dass Jesus erst wird, der steht vor dir. Jesus wird wahrer kommen. Und heute wird dort Himmelreich abstahlen, hier bei ihr. Der katholische Kirche sehen sie dort erst, dort Tier und der falsche Prophet wird in der Offenbarung von drehen. Und du wirst gerecht kommen über den falschen Propheten, über das Tier. Und Gott wird in Himmelreich abrechnen. So, what would we do, wenn von der und da ein Prediger rumkommt und sagt, nu, bijna ein Jahr, wird Jesus kommen und er wird sein Himmelreich abstahlen. Die erste Frage, die abkommt, ist, erst dort dann, wo ich nicht leben, wo ich nicht da, ist das dann auch? Ist das auch, dass ich mir nicht sehe? Ist das auch, dass ich ein Baptist sehe? Ist das auch, dass ich das soll ich dort alle Tag lassen und nicht diesen Prediger herumgehen? Und dort wird die Zeit passiert. Diese Prediger sagen, was immer jemand gelehrt worden ist, dass man die alle Fuß schmieden, wenn der Einzige, was dort stehen bleiben ist, der wird bloß Jesus wird haben. Und das ist eine große Gruppe, und was sie auf uns lernen, ist, wie man die katholische Kirche übernehmen. Wie man die katholische Kirche rückgehen, rückstehen, und dann wird Gott sein Himmelreich abstellen. Und das wird sie dann in 35. März, wie eine Gruppe von 300 Männern, die hatten alle ein Schwert bei sich. Und was ihr würdet hernehmen, dass sie so ein Schwert haben? Wenn Jesus hier einmal zu seinen Jüngern, dass sie sollen gehen, ein Schwert schieben, und dann gehen sie drei mit zwei Schwertern und sagen, Jesus, das ist genug, das trägt der Tau. Und dann sagt Jesus, da sind viele Menschen, die proben, mit der Gewalt in das Himmelreich zu kommen. So, der eine wird flochten, dort auf ein Staub, dort das Himmelreich, dort muss, wie brücken das Schwert, um das Himmelreich hier auf der Welt frisch abzustellen. Und sie sehen, wo wir wollen anfangen als mit der katholischen Kirche. Wir wollen die katholische Kirche ausrichten. Und dann gingen sie, den 13. März gingen sie in den Staaten, in Friesland, Münster, heute Stadt. Wir sind eine sehr Stadt. Vielleicht das ist eine andere Zeit, wo wir sagen, wo sie sagen, das ist Calgary. Dort wir eine welche Stadt in der ganzen Provinz, da wird viel Schaf getrieben in der Stadt. Und du wir ein paar sehr schmucke Tiere, große Kirche, katholische Kirche. Und wir wollten, wer einmal wohl in einer katholischen Kirche war, ist, wir wollten, wo die Utgestrom sind. Sei dir Utgebüde Kirche. Und die haben alle wehen einmal so eine Statuen von ihren heiligen Männern abgestellt. In den schmuckgrauten Kriegs, und dann sind viele Dinge, die mit Gold übertragen sind. So, sie kommen in diese Stadt, diese 300 Männer, und dann gehen sie nur diese Kirche, in die Münsterkirche. Sie kommen dann an, und dann hier unter den Priester, der wird zu Bern sein, hier unser aller Rüt, die Stufen, die Kirchen haben immer jeweils ein paar Stufen besiegt, wo die Priester sperren wohnen. So, die wurden aller Rüt gejagt, und dann gingen sie in die Kirchen und dann brüten sie alles in zwei. Alle Bilder, alle heilige Statuen, alles, da wurden alle durchgeschmitten, zwei Breiten in Rüt geriemt. Und dann wurde Fähren bloß eine Kunst abgestellt und sehen, so, nu, Gott hat nun diese Kirche eingenommen. Nun ist das Himmelreich hier in dieser Kirche. Die katholische Kirche hat rückgeschmissen. All die Lehs und die falschen Lehren, die sind gebeten. Nun wollen wir hier bloß Gott sein Wort lehren. Weißt du, da hält man Klingstötze an. Die provinzielle Regierung von Münster,
Der schickt eine Gröpsel dort und er sagt, das wird nicht schaffen. Wenn hier so eine Menschen in Stadt leben, sie können hier mit, sie wollen nicht mal alles umdrehen, holen sie Kopf über Kopf drehen, da wird nicht schaffen. So der Regierung, der schickt Soldaten da hin, und die Soldaten, die nehmen diese Kirche an, und jeder Mann von den 300, was du wählen, wird umgebracht. Und um manch diese 300 Männer, wir Männer Simon, sein Bruder Peter. So Männer Simon, sein Bruder, der Peter, der wird durch dort gemerkt. Weißt du, was, und was ich dann, als ich diese Geschichte mal lesen, dann muss ich daran denken, was Jesus zu Petrus sagt, als Petrus dort Schwert nahm, und er wollte den Einzel dort seine Uhr aufhakt, dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, stärk dein Schwert, wo er heilt. Er sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert ankommen. Und da ist einfach die geradste Ursache, wie wird mennonitische Türken, oder mennonitische Glauben, dort sich unterholen wird, dort wie brücken, zweimal das Schwert, um das Himmelreich auf diese Welt zu bringen. Wenn wir glauben, ab irgends, dass wer das Schwert nimmt, wird euch das Schwert ankommen. Das ist, was Jesus sagt. Und da hat sich das in der Geschichte bewiesen. Wo kommt das Himmelreich dann auf die Welt noch? Blättert mal mit mir nur Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2, du von Vers 44 bis 44. Ich will eigentlich ein paar Vers vorher lesen. Daniel, Kapitel 2. Und ich will dir von Vers 41 anfangen zu lesen. Das sagt, du sagst auch, dass der Feind in der teuren Port von Isa und Port von gebrannten Leim wird. So hier wird beschrieben, wo Daniel Nebuchadnezzar seinen Traum ausleitet. Er hat die Träume von dieser Statue, wo der Kopf wird von Gold, der Brass wird von selber, von Bronze, meine ich, und dann so steht gegen der drauf, was der Feind. Und dann hier beschreibt er, sagt, was der Feind sagt. Und er sagt, das meint, dass das ein gespaltet Reck ist. Das Reck ist zum Teil so stark aus der Isar, was du mit gebrannten Leim gemischt sagst. Und so aus der Feind, der du sagst, ein Port von Isar wären und ein Port gebrannten Leim, kragst du, was das Reck zum Teil stark und zum Teil bräuchlich sein. Dort Isar in das gebrannte Leim gemischt werden, bedeutet, dass das Volk sich zum Eingen proben, die wollen sich über nur später eingehen, als Isar in Leim sich eingehen. Weißt du, was ist von der und das Krieg, was in unserer Zeit passieren wird? Du sind die Regierungen in der Welt, die proben sich zu eingehen. Die proben taub zu schaffen. Die proben sein Bauchhafe die Troubles abnehmen auf dieser Welt. Weißt du, was in der Welt bloß nicht schaffen? Wir haben all für 20, 30 Jahre sein, wo die Regierungen proben, die Probleme von der Welt zu fixen. Und das sage ich dir jetzt, früher gesagt, dort wird passieren. Die Regierungen wollen damit schaffen, sich einig zu wollen, wo können wir diese Welt fixen? Wo können wir das mal besser machen? Und das sage ich dir, kriegst du, dass Isa und das Leim sich nicht mischen sollen, das wird nicht schaffen. So wollen die Regierungen in dieser Welt, die wollen nur was durchbringen, dass das wirklich wird eine Einigkeit geben. Und dann sage ich das hier, zu der Zeit, zu wohnen Zeit, zu der Zeit, wo die Chinese wollen regieren, sage ich dort, wird Gott, wo diese Chinese wird Gott, zu der Zeit, wenn diese Chinese regieren, wird Gott ein Himmel, im Himmel ein ewiges Reich abstellen, China wird das jemals ewig machen, dort wird alle Chinese ein Bitter bringen und vernichten, über was selbst ab einmal blieben. So, dort ist verrückt gesagt, dort die Regierungen, die in dieser Welt sind, die wollen ein Tag von Gott im Himmelreich einnehmen wollen. Das ist, was die Bibel sagt. Und das sind Themen, was in der ganzen Bibel bern ist. Und Jesus, als er abkommt, dann sieht er, dort Busse, wenn das Himmelreich ist hier. Er sieht nicht, das wird noch mal kommen. Sie, das Himmelreich, von was in Daniel verrückt gesagt wir, dort fängt in Jesus seine Zeit an. Und so dort meint, die römische Regierung und alle Regierungen Luther, die sind die Worte von dem Himmelreich eingenommen. So, was passiert das nun? So, dann, während der ganzen Geschichte sind immer Menschen gewesen, die haben gesagt, wie machen dort mit dem Schwert down? Wie machen dort mit Gewalt down?
Und weißt du was, wo sie hier vor von der und auch steht? Und wo viele, viele Deutsche, und nicht bloß Deutsche, viele evangelische Christen haben sich loten für viel. Und wir loten uns für viel. Wie sind unsere die Meinung von der und auch, dort wie machen unsere Regierungen christlich mehr? Und wenn wir unsere Regierungen schon vor christlich gemerkt haben, dann wird das schaffen. Dann werden die Troubles gefixt worden. Weißt du, was das eine Arrechte Lehre? Die Bibel bringt da klar, dass unsere Regierungen wollen schon gefixt worden. Wer ihn wollt nicht. Wer ihn so tun, als der Höchste in all dort. Und das, was die Bibel rückbringt. Blätter mal mit mir, taub nur Offenbarung, Kapitel 17. Offenbarung, Kapitel 17. Und ich will du die Verse 1, Part 4 Tieren lesen. Dort sagt, schaim einer von den sieben Engeln, der die sieben kommen hat, nun mir in seht, kum ich war die dort gerecht wesen, dort eva der große Höhe kommen soll, der eva alle Wut ersetzen wird. Mit der Chinese Appeiert gehört haben. Sie dort sagt, die Chinese von Appeiert haben mit in der Höhe Hörerie getrieben, und Johannes wird hier nicht gewesen, wo sind diese Chinese und wer ist diese früh? Sie dort erst dort, wo in dieser Welt die Ehemacht hat. Und dann sagt er, in der wo ihr wohnt, sind von ihren Hüren wie betrunken worden. So das meint, die meisten Menschen auf der Welt, die wollen dort nicht sein, wo sie verletzt wurden. Und dann sagt er in Verstreu, dann trug der Engel mir im Geist in der Wildnis nennt, und ich sah eine Früh auf ein dunkelrotes Tier sah. Das ist interessant. Johannes sagt, eine Früh sah auf ein dunkelrotes Tier. Und dann sah ich dort, in der Tier, da hat sieben Schärper und sieben Schab in Tieren hierna. Stellt euch mal vor, ein Tier mit sieben Schab in Tieren hierna. Das ist jetzt ein Bild, was er hier sein wird. Und dann sagte er, in der Früh hat bleibrote und dunkelrote Kleider an und glitzert mit Gold und Dierensteine und Perlen. In ihrer Hand hat sie eine goldene Kuffel ab voll abscheißliche Sachen von unreinen Dingen von ihrer Hörerie. Und auf die Stirn wie er ein geheimnisvoller Numen geschrieben, dort die große Babel, die Mutter über alle Hörerie und alle abscheißliche appeiert. So hier redet von einer Religion, wo du Arach lehren wird. Eine Religion, wo nicht wirklich Jesus Nummer 1 hat. Dort wird diese Früche verstellt. Und dort voll von falschen Lehren, von Aufjaterie. Und dann sagt er in Vers 6, und ich sage, dass die Früh von der Helge ihr Blut betrunken wird, auch von der ihr Blut, der am Jesus hinholfen wird, in Deutsch gemerkt worden. Und als ich er sage, habe ich mich stund über er gewundert. Sie, und ich will hier ein kleines Beispiel bloß zurückbringen von der Geschichte, was im Neuen Testament ist, um das zu verstehen, was das bedeutet. Als Jesus gekreuzigt worden, als er verurteilt worden, da stand er vor Pilatus. Nach früh Pilatus. Sagte zu den Juden, zu den, was am du verklagt haben, sagte, ich fing nicht anschuldigt an dir, ich fing nicht schuldig an Jesus. Sagte, ich weiß nicht, wo du mich den soll zum Tod verurteilen. Und dann sagen die Lehrer im Volk, die sagen, du sollst am Kriegschen, wie ein heuhaft Gott gelastet. Und dann sagt Jesus, na, was soll ich denn, was soll ich tun? Ich fühle mich nicht reich durch das tun. Dann sagt er, ich will ihn gleich was anderes, ich will ihn Barabbas lösen. Ich will ihn Barabbas lösen. Und dann sagen sie, tritt sie an. Und aus der Antwort Pilatus nicht wirklich erst das Urteil zu sprechen über Jesus, dann sagt er, weißt du was, wir haben die an uns hängen. Wie wollen die wie Kaiser verklären, wenn hier unter uns als einer, was die Menschen verführen wird, anrühre ich mir an das, und du wirst du nicht mehr tun. Wie wollen du nur sein, dass du wie Kaiser wirst verklärt worden? Und dann fragt Jesus er, und sagt er, so welche Hahn, ich soll den Chinese Kriegschen lösen? Sieht ihr, die Frau muss wie verstehen. Pilatus
Dat wie een heer, de vruchte Juden, wat God zijn volk wie een vrucht ernt, wel je haan, ik zal jun chinese kritzien doen. En wat je wat de Juden zeggen? Wie haan, chine keizer, buiten keizer van Rome. Wat je wat, dat is kracht wat Johannes hier zijn doet. Dat de vrucht zoot op de tier. Zie wat je wat, dat volk Israël wie van God geroopt, om God zijn volk in dat licht op deze wereld te zijn. Daar is arm, wo Jesus kommt. So sind die Früh. Über diese Früh wird Gott antrieben worden. Der hat Hörerie getrieben. Der hat einen Bund gemacht mit der weltlichen Regierung, mit Rom. Und das sagt er, diese Früh, die sollten nur auf den Rehen von der Tier. Weißt du, was dort ist, was in dieser Welt ist? Religion stehen sich taub mit den Regierungen. Wir stehen unter der Meinung, wir machen unsere Regierung bloß christlich merken. Und dann wird die Regierung mal wirklich so sein, als sie soll sein. Weißt du was? Über so ein System ist noch immer Gott in die Rechte gekommen und das wird es noch. Wo eine Religion sich mit einer Regierung taubschlüten wird, wo die früh auf der Tier sind Rehen sitzen wird und die taub waren schaffen, weißt du, was da passiert ist? Verfolgung für die, was wirklich Jesus anerkannt aus Jesus, aus den Erlöser. Und dort wird die Offenbarung herausbringen. So, du hast nicht eine Hoffnung, dort unsere Regierung waren christlich geworden und dort dann waren die Troubles gefixt worden. Wie soll abhören mit dort? Was wir machen freuen von dir und auch ist, wird es Jesus sein Jünger, seine Arbeit in der Welt von dir? Was ist unsere Arbeit? Was ist unsere Abgabe? Und um dort wirklich zu verstehen, weil ich ein klein bisschen hinschicken und ein was sehr interessant ist in Jesus' in Leben, als er sich seine Jünger raupen dort. Und dann wird uns erkannt, uns wird dadurch dort das Bild ein klein bisschen klarer geworden, was ist die Kirche von dir? Was soll in der Kirche zu sein sein, was ein Licht ist in Salt in unserer Welt? Das Erste, was wir wollen checken, ist nur drei Männer, was Jesus sich auswählen dort. Und der erste von euch ist Petrus. Ich will ein Klimas hineinchecken, was wir Petrus für ein Mensch. Zuerstens, wir wollten Petrus wie ein Fascher machen. Heute Faschen. Und in Lukas Kapitel 22, das ist noch für. Hier ein Klimas hier abgemixt. Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 3, im Taubner Lukas Kapitel 5. Du fährst 8. Lukas Kapitel 5, fährst 8. Du sagst, dass aus Simon Petrus dort sagt, voll ab Knäuen. Herr Jesus und seht, Herr, gut von mir war ich, ich sie ein sinniger Mensch. Was wie hier mit Petrus passiert? Petrus, ich würde noch mal, wo lehrt Petrus und Jesus sich an? Und in diesem Bereich, hier in Lukas Kapitel 5, hört sich dort so, als Jesus erst hat sich eher bei mir abgehauen. Und er hat du wahrscheinlich all Kontakt gehabt mit den Menschen. Wenn er sagt hier, dort Jesus sagte, zwei Boats on the Kont, und dann geht er in dort Boot, dann wird Petrus hier. Und dann sagt er Petrus, hey Petrus, da muss ich mal empfehlen, hier sind so sehr viele Menschen, warum ein Klimas hier wiederfahren von der Kont, dann soll ich die Kont zu all den Menschen reden. Hier haben wir gemerkt, wenn die an der Kont von Wutter sind, dort die sterben, wie zu hören ist. Sie hat dort, das Haupt, der fehlt in der Tiet, ich laut seine Speakers, das wieder und von der. Sie, Jesus, der hat sich so erfährt und in der Tür hält er sich ab und er sagt, sie sind stehen, wo sie nicht sterben, wie im Bräute hören wir. Und so sagt er hier der Petrus, nimm mal den Boot, warum und Klimas hier rauf und er konnte den Menschen reden. Und dann, als ich euch gepredigt habe, dann sagt der Petrus, dreht er sich der Petrus, dann sagt der Petrus, vor mal drei dort, wo das Wutter deutbar ist, schmied ihn nahe drüht. Dann sagt Petrus zu ihm, fort, ich kann das Business besser als du. Wir haben die ganze Nacht gefascht und haben einen verlösten Fasch gekriegt. Das ist bloß nicht ein Fischerdee.
das wieder mal sagen, ne? Wie sagen wir, ich kann am Hul, wenn die Fasten da nicht ein Fasch gekatscht habe, ich sehe mal zu meinem Großjungen, ich sehe, weißt du was, ein guter Fischermann, ein guter Fischermann, der weiter, du sagst eine Idee am Morgen, wo du kein Fasch gibst. Und du fährst nicht 15, 15 Minuten höchst. Du setzt den Löschen, Löschen, weißt du, hast dich, kostet doch was an. So, Jesus sagte zu Petrus, guck mal dort an, fahr mal, du, Bruder, wo du da bist, dann Fasch. Und Petrus sagte, das merkt mir nicht sens. Und er sagt, wenn du das sagst, work that down. So du wir all something, was Petrus in Jesus sein deit, der am das Vertrauen schenken deit. Sag ich, Jesus, du hast something in Jesus, was du meier hast, was bloß in gewöhnlicher Mensch. Sagte, wenn du das sagst, work that down. Sie fuhren ab, schmieden das Nahtrüt, und dort, die haben sie zusammen fest, das sind bloß unbegrieblich, wo du um Eva Dach so viel fest in das Bauten ankommen. Und dann begriff Petrus hier ein, er sagt, Jesus ist somebody else. Weißt du was? Dort ist, wo unsere Jüngerschaft anfangen wird. Wenn wir in die Gemeinschaft dann kommen mit Jesus, da konnte ich die Wut sein, da konnte ich, wie denken über Jesus nur, wie lesen, wie studieren Jesus. Und ab eins hast ich, wo du was sein, Jesus ist besonders. Jesus ist nicht bloß ein gewöhnlicher Mensch. Und wenn wir dort schon einmal verstehen können, Jesus ist nicht bloß ein gewöhnlicher Mensch, dann fangen wir an, mehr zu lernen. Wir wollen, was wir mehr wollen. Und weißt du, was die erste Erkenntnis, was Petrus hier kriegt, und das liegt uns alle einen Tag passieren, wenn wir in Gemeinschaft kommen mit Jesus, aber eins hast du, wo du ein Licht über uns kommst, dann wird uns Kraft gewiesen, wer wir sind. Und das, was Petrus hier passiert, er sagt auf eins, Jesus, du bist reich, du bist anders als wir Menschen, und ich, sie sind dich. Ich habe voll, ich, sie sind dich. Und weißt du, was passiert in der Zeit ist, wie erkennen, dass Gott ist herrlich, wie Menschen sind sündig. Weißt du was? Dort ist das erste Ding, was in der Kirche immer wahrer sichtbar soll werden. Gott, du bist heilig, du bist reich, wie Menschen sind sündig. Weißt du was? Das schaut über nach so einer Fährung in der Kirche von der und auch in der Welt, einer kommt das ein bisschen rumhorchen. Weißt du, was du gepredigt wird als Mensch? Wie sind gute Menschen? Wie down ditten, wie down janten, und check mal, wo Gott uns sehnen wird. Weißt du, wenn wir den weg sind, dann sind wir nicht anders aus der Regierung, aus der Weltmenschen. Das ist ein Party, ein Political Party. Die geben sich bloß an für all das Gute, was sie tun. Und proben neue Menschen für sich zu kreieren. Weißt du, was, wenn die Kirche stehen, was hier ran wird, dort wir proben bloß ab, rüttetegen, was das Gaude, was wir alle tun, und dann proben durch dort Gaude viele Menschen in die Kirche an zu kriegen, dann sind wir eigentlich nicht anders geworden als die Welt. Was in der Kirche passieren muss, mit Gott sein Wort, als das muss so geliebt werden, dort wie Gott seine Herrlichkeit sein kriegen, und dort wie das sein kann, wo bedürftig und wo kalt wir sind, wo kalt wir kommen, und dort wie sind, wirklich nicht mal wird, dass Gott sich uns erbarmen wird. Dort ist das Licht in das Salz, was in dieser Welt muss sein. Dort wird die Kirche hier erobt. Und weißt du, was Petrus wird ein sehr interessanter Mann, wie heute einer, der nicht am Müll gefallen wird. Wer von Ihnen ist hier einer, der nicht am Müll gefallen ist? Ich begehe in diesem Weg noch einen Mann. Ich habe noch bloß begreist. Ich brauche bloß Stunden und Kirchen. Der vertalt und vertalt und vertalt, den Wort ich euch alle. Ich probiere bloß zu wachsen und sage, ja, er Klimas wird frieren. Aber der vertalt, dort haben wir nicht auf den Müll gefallen. Dort wir sind Petrus. Der wird zehnmal in den Eng kommen mit seinen Wien. Und so ein Mensch ist dort, darauf Petrus sich in seinen Jähn. Und weißt du, was der zweite Ding, was er rauben dort ist? Petrus wie einer, der das Schwert mit sich trägt. Petrus wie einer, der reut, wie jene Räume zu fällen. Petrus wie einer, der sieht, das war uns nicht gefallen. Habe ich so einen Menschen, ist dort in der Kirche von der und da, wo das Schwert drehen und sagen, das war uns nicht gefallen von der Regierung? Und wie sollen wir alle abstehen, gehen an die Regierung und das und dort tun? Wir haben so einen Menschen. Dort sind so einen Menschen aus Petrus. Weißt du, was das sehr interessant ist, dass Petrus. Aber der bleibt nicht so.
indem der Herr Jesus hingerunging, passiert da eine Veränderung in Petrus. In dem Tag, Petrus so ganz am Ende von seiner Geschichte, dann ist sein Schwert auch gleich mehr mäßig. Das drückt auch gleich mehr. Jesus ist ganz am Ende von seiner Geschichte, dann sagt Jesus zu ihm, der Tag wird kommen, wo jemand, die wird dir hängen, bringen, und die wird dir durchhandeln, wo du nicht wärst. Und was sagst du, dort wird passieren, wenn du wirst Gott verherrlichen. Wo wir Petrus sind Schwert geblieben? Wo wir dort geblieben, wo er sagt, wie machen wir die in der Räume fährt, wie machen wir das nicht voll? Wir alle verschwungen. Warum? Weil er wie Jesus in Räume geht. Heute hat er aber gesagt, dass Himmelreich erst wird ordnet, als wird auf dieser Welt. Dass Himmelreich erst vom Boden, erst nicht von dieser Welt. Wärst du wahrlich? All deine Ideen und all das, was du hast, was du gleich für, was du abstehen lässt, zu sie sagen, sagen Jesus, ich will nur alle von dir lernen. Das wird erst in Jesus in Jünger sein. Und Jesus, der hat keinmal abgegeben an Petrus. Und weißt du, was mir das sagen wird, ist, wenn wir Menschen sind dort in der Tür in Hand, was sie sagen aus Petrus, Jesus gibt nicht ab an dich. Wenn wir in der Tür in Hand haben, was sie sagen, wie sollen wir das tun, wie sollen wir das tun, wie machen wir das mal tun, wenn andere Sport alle kaputt gehen. Weißt du, was Jesus hat geduld? Jesus, der hat einen anderen Weg. Jesus hat einen Weg, wo das Himmelreich wird durchkommen. Weißt du, was der zweite Person, was du nur kicken hast, Levi, das wie Matthäus. Und weißt du, was das so sehr zum Stehen ist? Wenn ich mich bloß schnell und akkordmäßig taub kriegen, wo das wirklich schaffen kann. Levi, wie kracht das jeden von Petrus? Levi, wie so einer, wird wie ein Jude, aber da wir mit der Regierung taub. Der nutzt die Regierung aus. Er sieht, ich will mit der Regierung taub schaffen, damit er kann tun, was er will. Und weißt du, was das sind Söhne, die von dem Tag wurden all dort ungestellt, was die Regierung tat. Dort sind Söhne, die sagen, good job, dass ihr alles durchlocken, Menschen tun es mir an. Good luck, dass ihr mehr gesatzen mir an. Good luck, dass Gott dir den Tag sicher schrieben. Because dort ist der Weiß, dass wir uns schaffen. Und ich will ihn halten, den Tag noch entklagen von den Menschen. Dort erst sind es Leben wir. Wie sollen die Gruppen in unsere Märkte auch? Wie haben sie uns gesagt, wie machen wir jene Regierung gehen? Wie machen wir das so, dass die Bibel dort lehrt? Wie machen unsere Regierung christlich mehr? Dann haben die andere Seite gesagt, no, wir haben die Regierung unterstellen. Die tun das Gute, die tun das Rechte. Die werden bloß taub mit der Regierung. Wir sollen, wo wir die können ausnutzen. Da wir sein bei der Regierung aus und nach was noch halten. So, nun haben wir diese zwei Sieden. Und Jesus ruft die aus seinen Jüngern und sagt, hey, kommt mal hänge mir, lehrt von mir. Sie, weißt du, was ich fing in dort, bloß viel Mut. Wenn wir in den Kirchen diese zwei starke Sieden haben, weißt du, was, bei Gott ist das noch lange nicht geht. Gott hat eine Antwort für dort. Und was ist die Antwort? Was tun Jünger, wo der eine der Schaf für die Regierung und der andere Schaf je in der Regierung? Der eine trägt das Schwert und der andere sagt, no, wer will unsere Regierung bloß unterstellen? Und der eine würde sagen, ich unterstelle die Regierung mit Covid, mit all den Restrictions, was tun, und der andere will nichts von weiten, weil die sollen bloß mal ein Haus fahren. Nun sind diese zwei Brüder, die kommen in die Kirche, die sind taub in der Bank. Was schafft dort? Weißt du was? Dort ist was wir bei Jesus lernen. Das wird wie bei Jesus lernen. Du sagst, diese zwei Sieden, die kommen ab eins in Jesus und sagen, okay, nun wollen wir von dir lernen. Was ist das? Dort ist, was wir machen lernen. Wie machen das lernen, dort die Sachen, die zu den Neuen Tragen, zu sie gesagt wurden, dass wir an Jesus hingehen. Dort ist die Botschaft von uns von dir. Und dann checken wir noch in Dreden. Und dort ist interessant, weil dort ist Philippus, Nathanael. Als Nathanael geraubt wird, dort passiert euch sein Bruder. Sein Bruder Philippus, der kommt nach Abend und sagt, hey Nathanael, wir haben den gefunden, was Jesus, was der versprochene Pharisäer ist. Der versprochene Rader ist. Und dann sagt Nathanael, wer ist dieser? Wo konnte Gaudu kommen von Galiläa? Dann sage ich,
Philippus, komm und check. Dann sagt Nathanael, kämpft er mit seinem Bruder mit. Und dann ist der noch nicht mal ganz dicht, hat Jesus, als dann sagt Jesus zu ihm, check, dort ist ein Arsch der Jude. Heißt ein Arsch der Israelit. Dann fragt Nathanael, na, wo kennst du mich? Hat er gesagt, nervös zu sein, wo willst du, wo ich sie? Dann sagt Jesus, als du unter dem Baum sahst, sag die du, was? Wer ist das Mensch? Wer ist dieser? Weil wir mehrlich dort Nathanael können von Jesus gesehen sein, woher wieder auf wir unter dem Baum. Dort meint Jesus wie Gott. Jesus wie nicht bloß ein Mensch. Sie in dort die dritte, dort ist eine Ursache, wenn wir sagen, wie wollen Jesus hingehen gut, because Jesus ist mehr bloß aus dem Mensch. Jesus ist mehr aus dem Mensch. Weißt du was? Jesus ist da, was uns persönlich handelt. Er wird krank, was uns hört, er wird krank, was wir preachen. Der wird krank, der wird alle Dinge. Und Jesus, der wird uns dann updaten, und sagt, ich weiß, was du da ist. Aber ich glaube dir. Ich glaube dir in ein neues Leben, und ich glaube dir zu kommen. Weißt du, was Nathanael für Mensch, wie haben wir da, was hat gesagt, sehr ernst noch. Er sagt, Nathanael, wie einer, der sagt, dass Jesus sagt, dort, dort mache ich das. Und er studiert, dass Jesus. Und was ihr wollt, dass jüdische Jesus, wo du bloß ütlein, da ist krank, wo alle muss ütgelebt werden, von den Tieren geboten, wo Moses gekriegt hat von Gott, haben sie saß 103 Jesus gemerkt. Sie lassen nicht nur mehrlich, die Tieren Jesus zu horchen, wo die Tieren geboten. Nun haben die Pharisäer dort noch so stark kompliziert gemerkt, die haben saß 100 Gesatzen gemerkt von den Tieren. Nun, wer kann dort noch kommen? Jesus hat einmal den Pharisäer, er sagt, die Hechler, die Gläubigen, die haben das Himmelreich. Aber, er sagt, dort wird die Lehren, die können nicht mal Salz hingehen kommen, die können nicht mal Salz noch kommen. Und dann verlangen die von den Menschen, dass die Salz noch kommen. Sie, Nathanael, wie ein Jude, wird geprobt, dass die Gesatz überleben, so ist dort. So ist das sehr. Und Jesus sagt, du bist ein Arsch, der Jude. Dort meint, heute wie ein Jude, wird geprobt, dort Gewissen in sein Leben überein zu haben. Der probt Gewissen in sein Glauben in ein zu haben. Heute wie Arsch. So, nun wollen wir ein Klimas das Bild nehmen. Jesus raubt ein, wo du jene Regierung fährt, wo das Schwert tragt. Wo du nicht auf das Mühl gefallen hast, der wird krank, was er will, wo du haben will. Der wird krank, wo du eben Gott fair sein, was du soll tun. Dann haben wir den Taxklagter, der wird für die Regierung schafft, wo die Menschen ausnutzt. Wo prüft noch, was immer du erst prüft, noch seinen einen Genotten richtig kriegen. Und dann haben wir den Jude, der wird mit Gott sein Gesatz ernst erst und Arsch erst. So nun hat Jesus du drei Söhne dort und er sagt, kommt mir hängen an. Und wenn das für Jesus mählich wird, dort drei so verschiedene Menschen können Armhänger ankommen und dort die Sinne jünger werden, wird es dann allmählich für uns von der und da. Es ist dann von der und da nicht auch mählich für uns, kreiten und wo verschieden wir denken, nicht gut, oder wo wir stehen und verschiedene Dinge. Es ist dort nicht mählich, dort wie taub Jesus hänger ankommen und sagen, wir lernen von dir. Ich glaube ganz bestimmt, dass das wichtig ist, dass das mählich ist. Wo kann ich das tun? Der einzige Weg, wo du kennst, wie wir uns beschaffen, wie wir mehr Zeit und mehr Zeit damit sparen, eben nur zu denken und lernen von Jesus. Wer ist Jesus? Was ist Jesus? Überhaupt meint, wie wir uns losmerken von verschiedenen Dingen, wie wir uns losmerken von den Ideen, wo wir vielleicht denken, wo das soll schaffen. Und dann muss ich ihn bloß mal sprechen. Wir müssen eine andere Richtung drehen. Weißt du was? Unsere Regierungen oder unsere Weltmenschen christlich mehr und bloß, weil sie dort annehmen, ohne zu haben, was wir glauben, dort ist nicht die Wahrheit, wie diese Welt wird besser werden. Die Wahrheit, wie diese Welt wird besser werden, als dort bei sie. Wir wollen nächstes Jahr noch vielleicht ein Klima hineingehen, von wo diese Königsrechte sind, wo auf dieser Welt regiert haben und wo du noch regieren wirst.
Und wo das Himmelreich, all diese Chinese Reich, ernehmen wird. Aber dort ist die Ursache, wegen was wir Jesus herangehen, because Jesus sagt, mein Himmelreich wird immer bestehen bleiben. So, wenn wir ein Verlangen haben, ab deiner Seite stehen, wo du am Ende wird gewähren, dann bleibst du, dann hast du bloß eine Wohl. Wir wählen uns für Jesus. Wir wählen uns, am Hänger zu gehen. Und ich muss Ihnen mal sprechen, beschaffe Ihnen dieses Werk, mit was Sie nennen checken, weil Sie kennen Johannes, der Brief Johannes, als ein sehr guter Brief, du bist zu lesen und mehr und mehr von Jesus zu lernen. Wer ist Jesus? Wo kann ich Jesus hingehen von dir? Was bedeutet das für mich? Und was meint, du wirst vielleicht von Internet machen, was sie loslassen und nicht all das zu sagen, nur hingehen, was der Internet sagt, was der Google. Aber googelt in Gott sein Wort. Studiert du Bern, was sagt das von Jesus? Was bedeutet das für mich, dass ich Jesus hingehen gehe? Na, was du von dir? Und was wir uns Motto sprechen? Und wann, wie soll er verschieden sein? Wie denken soll er verschieden? Weißt du, was uns taub holen wird, er sein? Petrus sagte, musste Tagsklagter sein. Weißt du, was Tagsklagter heißt? Er sagte, Levi, Jesus hat dich geraubt, am Hänger runtergehen, und du kannst nicht sein. Jesus hat dich geraubt. Und Petrus sagt, Jesus hat mich geraubt, und das alles wird erteilt. Das alles wird erteilt. Und er meint, wie man abhören, wir uns irgendwie unterrichten. Because dort nicht wer, dort sind nicht wie, was die Menschen wählen, was Jesus hingehen gut. Dort ist ein sehr persönliches Werk, was der Heilige Jesus in jeder Mensch steht. Herauf, jeder meint, komm mir hingehen. Und wo verschieden wir sind, dort spielt keine Rolle. Dort ist bloß dort ist. Jesus raubt Menschen, was verschieden sind. Und wenn wir sprechen, Menschen eben rein zu merken, zu denken, die sollen alle eben rein denken, weißt du, was dann da wie eine Arbeit, was wir niemals vorhin vollbringen. Das ist eine Arbeit, was wir Jesus immer lohnen. Unser Abgabe ist, am Hänger angehen und am Verlieren. Bau uns Haupt nach Neigen zum Gebet. Uns lieber himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du dein Wort wieder zu klar sein kann, dass das Himmelreich, was du bei ihr anfangen hast, von der und auch wieder wachsen wird. Der Haft gewachsen, dass das wieder wachsen. Und wir sind überblind geworden in verschiedenen Hinsichten über das Himmelreich. Wir haben uns lohnen verleben. Wir haben uns Leute auf andere Wege bringen. Und wir haben das klare Bild von was das Himmelreich ist, erst verwascht worden. Das ist nicht mehr klar von dir. Und ich bete, Herr, dass du uns musst lernen und führen, so dass wir das Bild immer klarer werden stehen, was das Himmelreich ist. Und dass du bist der Herr über das Himmelreich. Du bist der Herr über alle Königreiche auf dieser Welt. Und ich bete, Herr, dass wo immer Menschen sind, was sie fürchten tun, für was kommen können in dieser Welt. Herr, nimm du die Furcht wahr. Ich bete, Herr, dass du auf eine besondere Weise zu dir reden, wo du in Furcht leben für die Regierungen, die in dieser Welt sind. Wo die alles können tun, wo die wollen tun oder wo die nicht wollen tun. Und ich bete, Herr, dass du musst deine Wirt sprechen und sei Fried mit Jünd. Meinen Fried gebe ich Jünd. Nichts ist dieser Welt, Jeff, aber ein Fried, was vom Himmel kommt. Herr, ich bete, dass du uns in deine Hand holen. Bewahr uns für das Böse. Und hol uns in deine Hand, wie die hier alle ihr in Kraft und Ewigkeit. Amen.